Geiger, im Zuge Ihres Konditionslehrgangs in Kitzbühel haben Sie auch eine Hüttentour mit Übernachtung absolviert. Wie war das? Ja, also die Tour war sehr anstrengend. Also wir sind abends auf die Hütte hochgewandert, haben da dann geschlafen und sind am nächsten Tag losgegangen um 7:30 in der Früh. Und ja, wir waren also, Laufzeit waren glaube ich 8 Stunden waren wir unterwegs und durch den Klettersteig und hoch an den höchsten Berg hier. Und es war ein tolles Erlebnis, aber es war wirklich zäh. Welche Erfahrungen nehmen Sie aus der Aktion mit? Ja, also für mich war es jetzt eigentlich der erste so schwierige Klettersteig und es war mal gut zum Überwinden und ja, auch für die Kondition war es richtig gut. Wie fit fühlen Sie sich im Moment? Wie ist der Stand der Dinge? Kann man das zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung schon sagen? Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Also ich habe viel trainiert, mehr als die Jahre zuvor, würde ich jetzt mal sagen, und fühle mich auch dementsprechend richtig gut und ja, denke, dass es dann im Winter auch hoffentlich ja, anschlagen wird. Und es geht ja jetzt dann schon wieder auf den Schnee. In 2 Wochen steht Zermatt an. Mhm. Freut man sich da drauf oder könnte es doch noch etwas Sommer sein? Nee, also ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin jetzt seit Ende März, glaube ich, nicht mehr gefahren. Und das war jetzt eigentlich meine längste Pause die letzten Jahre. Und deshalb freue ich mich schon, wieder auf dem Schnee zu sein.